Liebe Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings. Ein herzliches Willkommen gilt natürlich auch den beiden Trainern der heutigen Partie, Helmut Raaf auf Seiten der Gäste und unseren Head Coach Greg Island. Helmut, schön, dich wieder hier in Mannheim begrüßen zu dürfen. Ich denke, es war ein tolles Eishockeyspiel. Deine Mannschaft ist nochmal zurückgekommen. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich glaube, ich habe ein Spiel gesehen, das sehr, sehr unterschiedlich war. Wir haben sehr gut im ersten Drittel begonnen. Das ist eigentlich, was wir spielen wollten, mit sehr schnell die Scheibe nach vorne zu bringen, viel Druck zum Tor zu machen. Haben sehr, sehr viele Chancen im ersten Drittel rausgespielt. War sicherlich, hätten wir dort auch das Spiel vielleicht auch so zu unseren Gunsten irgendwo mitentscheiden können. Ab dem zweiten Drittel, Mannheim hat einiges umgestellt und ja, wir haben große Probleme gehabt. Das, was wir im ersten Drittel vielleicht an Chancen plus hatten, hat sich im zweiten Drittel komplett gedreht. Und ja, wir sind dann eben ins letzte Drittel gegangen mit dem Gedanken, eben ein Tor zu bauen und wieder in das Spiel zu kommen. Das ist uns gelungen. Wir haben es sogar geschafft, dann auf 3-3 zu gehen. Das letzte Drittel fand ich sehr ausgeglichen dann. Gut, dann waren es 4 Minuten vor Schluss und ein Schuss entscheidet das Spiel. Das ist dann leider so. Vielen Dank, Helmut, für den Moment. Greg, your statement, please. Danke, Adrian. Guten Abend, everybody. Yeah, I thought it was a good game. Obviously, it got tight in the third. I thought their start was good, the first 10 minutes of the first, and I liked our response the last 50 minutes of the game, especially through the second period. We had some great opportunities, especially on our power play. We weren't able to convert, but I thought our guys did a lot of very good things. I thought they played very well in all three zones, and our depth was a big factor for us tonight. Our four lines were strong for us. We were able to keep us fresh. And everybody was going, and I certainly liked our response when the game got tied. When it became 3-3, the poise and the confidence on our bench, you know, took a step up, and our guys stayed with the plan, and we were able to get those two goals. You know, again, we always know with Schwenningen they're going to come hard. They never quit. It was a good battle. Two good hockey clubs here tonight. Was a real entertaining game, and it was a good game to coach in. Thank you. Thank you, Greg. Also ich darf das nochmal kurz zusammenfassen. Der Trainer der Adler sagt, es war heute ein unterhaltsames Spiel, ein gutes Spiel beider Mannschaften. Sie wussten, dass die Schwenninger hier mit viel Schwung aus der Kabine kommen würden. Aber seine Mannschaft hat dann gut geantwortet, hat 50 Minuten lang auch gutes Eishockey gespielt, viele Chancen auch in Überzahl, die man aber leider nicht verwerten konnte. Und ja, er sagt, im letzten Drittel hat seine Mannschaft dann nochmal die richtige Antwort gegeben, nachdem Schwenningen zum Ausgleich gekommen ist. Und ja, er freut sich auch über die Tiefe im Kader, die heute dann gut gespielt hat und von der man auch Kapital schlagen konnte. Gibt es an dieser Stelle Fragen von Seiten der Presse? Hi Greg, how important was this win for Jurij Sivsa, as he didn't play so much this year so far? Christian, I'm glad you asked that question, because as Adrian was talking, I felt a little remiss because I didn't talk about Jurij. I thought he had a great game. I thought full credit to him. Several breakaways. Was real good early in the game for us. was a good penalty kill for us. Made some good plays. So I think it was a great game for him. It was a great opportunity for him to really jump in and get on board. I thought he responded really well and did a great job. Weitere Fragen? Greg, when you have a look at the score sheet, Schwenningen had 20 shots in the first period. What went wrong there? Well, it became one of those where, you know, first of all, they had three power plays, you know, so I thought they did a good job on their entries on the power play and were able to get inside and get set up. So they had some opportunities there. And there were some situations where we had a chance to clear the puck 5-on-5 and, you know, we turned it over. We talked about that between periods, and I thought our response was really good. And I thought the push from us in the second period was excellent. You know, I think we flip-flopped that shots, Christian, if I'm not mistaken. So it was a great response from us, you know, when your team learns from those lessons, it's a good thing. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich im Namen der Adler bei allen Fans heute für ihr Kommen bedanken. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise und viel Erfolg für die kommenden Spiele. An dieser Stelle dann noch der Hinweis auf das nächste Heimspiel der Adler Mannheim. Das ist bereits übermorgen am 20.11. 19.30 Uhr geht's los, dann sind die Hamburg Freezers hier zu Gast. Bis dahin, noch einen schönen Abend. We'll be right back.